Steinwürfel von Vermummten. Angriffe auf Polizisten. Brennende Barrikaden. Geschäfte werden geplündert. Die radikale Linke sorgt für Ängste. Massiver Polizeieinsatz. Stundenlang ist ein Viertel in der Hand linker Autonomer. Hamburg im Juli 2017. Protest gegen den G20-Gipfel. Missbraucht von linken Straftätern. Radikale von links. Die unterschätzte Gefahr. Terror von links. In den 70er Jahren die größte Bedrohung in Deutschland. Andreas Baader und Gudrun Enslin, führende Köpfe der Rote Armee-Fraktion. Sie hatten dem Staat den Krieg erklärt. In ihrem Selbstverständnis eine kommunistische und antiimperialistische Stadtguerilla. Für eine angeblich gerechtere Welt ermorden die Terroristen 33 Menschen. Prominente Opfer waren Generalbundesanwalt Siegfried Buback, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Jürgen Ponto und der deutsche Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Nach der Selbstauflösung der Roten Armee-Fraktion 1998 wird es ruhig um die extreme Linke in Deutschland. Heute haben andere Terrororganisationen unsere Gesellschaft im Visier. Der Islamische Staat und Neonazis. Doch der Verfassungsschutz warnt, der Linksextremismus ist wieder da. Wir sehen die Gewalt im Linksextremismus mit Sorge. Sie hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt in Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit. Diese Gewalt ist aber nicht nur zahlenmäßig gestiegen, sondern auch die Qualität. Das heißt, die Hemmschwelle sinkt im Linksextremismus so sehr, dass auch die schwersten Körperverletzungen bei solchen Gewaltanwendungen billigend in Kauf genommen werden. Die Zahl linksextremer Gewalttaten klettert von 862 im Jahr 2007 auf 1702 im Jahr 2016. Eine Entwicklung, die nur wenige Schlagzeilen macht. Linksextreme Gewalt wird anders wahrgenommen als rechtsextreme. Sie ist in der Ausübung gleich. Sie ist nur in dem Zweck eine andere, dass man nämlich sagt, das Ziel von Linksextremisten, diese Themen Antirassismus, Antiglobalisierung, sind gesellschaftlich anerkannt, während die Ziele von Rechtsextremisten zu Recht stigmatisiert werden. Antifaschismus ist derzeit eines der Hauptthemen linker Extremisten. Köln, April 2017. Die AfD lädt zum Bundesparteitag. Nur unter Polizeischutz können die Delegierten anreisen. Immer wieder werden sie attackiert. Radikale Linke wollen das Treffen der AfD verhindern oder zumindest stören. Es gibt Verletzte und Festnahmen. Das waren Menschenblockaden, die Gewalt in dieser Gesellschaft. Und das ist das Statement, was wir dazu auch immer abgeben, die kommt von rechts. Ja? Also wir sehen jeden Tag, die Flüchtlingsheime brennen in der Republik. Wir sehen, wie Tausende von Menschen an den Toren der Festung Europa sterben. Ja, die Gewalt in dieser Gesellschaft kommt von rechts. Verletzte AfD-Mitglieder, die von Gegendemonstranten verletzt wurden, tun die Ihnen leid? Nein. Köln im Ausnahmezustand. 10.000 Menschen demonstrieren gegen die AfD, darunter der schwarze Block mit über 1.000 sogenannten Autonomen. 4.000 Polizisten müssen die Rechtspopulisten schützen. Der Protest kommt nicht nur von Radikalen, die zum Teil fremdenfeindlichen Positionen der AfD polarisieren. Neben linken Radikalen gehen auch viele ganz normale Bürger auf die Straßen. Mitglieder der antifaschistischen Gruppe Nationalismus ist keine Alternative stehen Rede und Antwort. Sie haben den Protest gegen die AfD angemeldet. Einige der Aktivisten wollen unerkannt bleiben. Sollte eine Delegitimation dieser Partei stattfinden? So, und das ist das, was wir versuchen, indem wir mit zum Beispiel in Form von Blockaden ihr die Legitimationsgrundlage teilen an diesem Demokratie-
Schauspiel teilnehmen zu dürfen. Zu einer demokratischen Partei gehört mehr, als sich nur als Parlamentspartei zu registrieren. Ne? Also man darf nicht vergessen, was die AfD gerade macht, ist völkischen Rassismus und Antisemitismus wieder salonfähig machen. Die haben sich ganz klar ideologisch und praktisch, irgendwie sind die davon überzeugt, hierher zu kommen und an dem Parteitag teilzunehmen. Und wenn am Rande von Protesten dann irgendwie auch solche Bilder entstehen und die irgendwie was abbekommen, dann tut mir das nicht leid. Das Ergebnis linker Gewalt beim Anti-AfD-Protest: 2 verletzte Polizeibeamte, 1 Festnahme. Die Staatsmacht schützt das Recht auf Versammlungsfreiheit, auch das von umstrittenen Rechtspopulisten. Die radikale Linke ignoriert die Regeln des Rechtsstaats, nicht nur hier in Köln. Sie geben sich eine Selbstermächtigung, aktiv, auch gewaltsam, gegen Feinde vorzugehen. Die fragen nicht, gibt es das staatliche Gewaltmonopol? Gibt es sozusagen das Recht auf Unverletzlichkeit? Gibt es die Menschenwürde? Sondern sie sagen, nein, diese Leute, unsere Feinde, haben das alles verwirkt. Gegen die kann Gewalt ausgeübt werden. Sie werden gleichsam für vogelfrei erklärt. Dennoch, linke Gewalt wird gesellschaftlich anders wahrgenommen. Linke Radikale surfen auf der Welle bürgerlicher Kritik gegen rechts. Sie sagen, wir sind nicht gewalttätig an sich, sondern wir sind nur aufgrund bestimmter Ansichten unserer Feinde gewalttätig. Und sie geben ja jeden Tag Kommandoerklärungen heraus. Das heißt, sie versuchen, diese Gewalt zu verkaufen. Und das wird ihnen abgenommen. Es wird ihnen immer abgenommen, was auf der rechten Seite überhaupt nicht denkbar wäre, zu Recht nicht denkbar wäre. Der Kampf gegen die globale Ausbeutung. Ein weiteres Aktionsfeld linker Extremisten. Erneut ist es der Spagat zwischen legitimer Kritik an gesellschaftlichen Missständen und der Wahl der Mittel. Frankfurt, Juni 2015. Diesmal Anlass: die Eröffnung der Europäischen Zentralbank. Militante Linke im Straßenkampf. Anders als bei Neonazis wird die Entwicklung der politischen Linksaußen wissenschaftlich kaum aufgearbeitet. Carsten Dustin Hoffmann hat in einem Forschungsteam die Wahrnehmung des politischen Extremismus in der Publizistik analysiert und über den Kampf um die rote Flora promoviert. Er ist Kommunalpolitiker der AfD. Wir haben festgestellt, dass das Verhältnis der Literatur rechts-links ungefähr 12:1 beträgt. Also es gibt 12-mal mehr Literatur zum Thema rechte Szenen, rechte Militanz, rechte Gewalt, wie zum Thema linke Szenen, linke Gewalt und so weiter. Linker Protest an gesellschaftlichen Missständen hat in Deutschland Veränderungen bewirkt, die von teils breiten Mehrheiten begrüßt wurden. Etwa der Kampf gegen die Atomkraft. Was damals mit linken Aktivisten begann, ermöglichte bald ein breites, mehrheitsfähiges Bündnis. Bürgerprotest verändert den Kurs einer Industrienation. Am Ende schaltet eine CDU-Kanzlerin die Atomkraftwerke ab. Anfang der 80er Jahre. Der Widerstand gegen die Rodung eines Waldes für eine neue Startbahn des Frankfurter Flughafens. Wieder ein linker Protest mit großer Wirkung. Ja, wir leisten Widerstand. Wir gehen alle in den Wald. Natur- und Umweltschutz werden zur Triebfeder einer neuen politischen Bewegung. Am Ende wird eine bundesweit agierende Partei entstehen. Gegen den nuklearen Rüstungswettlauf von NATO und Warschauer Pakt geht 500.000 Menschen auf die Straße. Der Protest kommt in den Parlamenten an. In Turnschuhen wird 1985 der grüne Joschka Fischer als Umweltminister vereidigt. 1998 dann eine linke Regierung kommt an die Macht. Rot-Grün. Einstige Vertreter der Bürgerprotestbewegung prägen die große deutsche Politik. Doch die Sorgen vieler Bürger bleiben. Rot-Grün reformiert das Sozialsystem, kürzt staatliche Leistungen. Es formiert sich linker Protest gegen eine linke Regierung. Doch vielen linken Extremisten geht es um mehr. Sie kämpfen gegen den Kapitalismus und wollen das demokratische System beseitigen. Die Regierungsbeteiligung oder Regierungsübernahme von gemäßigten linken Parteien ist für extreme Linke kein Grund, in ihrem Agieren nachzulassen. Die gemäßigte Linke ist in den Augen
der Autonomen auch nichts anderes als ein verhasster Staatsrepräsentant, den man bekämpfen muss. Und daher hat das überhaupt keinen Einfluss auf das Agieren der autonomen Gruppierungen gehabt. Wer aber sind die militanten Linken heute? Was sind ihre Ziele? Kiel. Das Ladengeschäft Fire and Flames. Die Betreiber geben eine Kleidermarke gleichen Namens heraus. Feuer und Flammen. Der Laden gehört Angehörigen der linksautonomen Szene wie Onni und Alex. Im Angebot Musik, Klamotten, Graffiti und reichhaltig Motive für den politischen Kampf. Revolution von links ist für die Inhaber eine Lebensaufgabe. Wir waren eben schon, ich weiß nicht genau, du hast es formuliert als revolutionär, als Beruf. Das haben wir letztendlich schon vorher getan. Und das ist eine Fortführung dessen und versuchen, sich einen Rahmen zu schaffen, wie das eben auch längerfristig möglich ist. Weil eins ist völlig klar, so ein Projekt in der Größenordnung von Fire and Flames lässt sich eben auch gar nicht auf einer reinen Hobby-Ebene führen. Der Laden, auch ein Treffpunkt. Flyer und Infomaterial. Bei vielen Demos machen die Betreiber mit, auch beim G20-Gipfel in Hamburg. Wir gehen halt auch zusammen mit vielen Leuten auf Demonstrationen. Und wir sagen, die Leute, die sich beim G20-Gipfel in Hamburg versammeln, stehen für alles, was wir ablehnen. Also wenn da Trump und Erdogan und Putin, quasi alle versammelten Reaktionäre der Welt, nach Hamburg kommen und wir sagen, okay, wir gehen dagegen auf die Straße und wir versuchen auch, deren Treffen, soweit es geht, irgendwie zu stören, weil wir es fundamental ablehnen, was dort vonstatten geht. Im Sortiment Produkte des internationalen Klassenkampfs, aber auch Aufklärungsmaterial gegen Nazis. Andere Slogans machen Front gegen den Staat. Natürlich kann man sagen, ja, Hass auf die Strukturen, Hass auf das, was es hervorbringt, heißt aber nicht Hass auf alle Menschen, die hier leben. Also wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir wollen diese Gesellschaft auch zu was Besserem verändern. Das Bessere. Für sie die Revolution gegen den Staat, in dem sie leben. Auch mit Gewalt. Irgendwann wird es auf einen Konflikt zwischen Polizei und Bewegung hinauslaufen. Wir sind nur nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir begeben uns in eine militärische Auseinandersetzung mit dem Staat, weil wir sie verlieren würden und weil wir gar nicht dazu in der Lage sind, weil wir gar keine Bewegung haben, die das politisch trägt. Die Personifizierung des Staates ist in dem Fall der Polizist oder die Polizistin auf der Straße. Und insofern ja, kann es da auch zu Konfrontationen kommen. Der Verfassungsschutz hat die Autonomen im Blick, bundesweit. Die Zahl der Anhänger wächst seit Jahren, auf heute etwa 8.200. Die Autonomen suchen den autonomen Freiraum, das von ihnen allein verwaltete staatsfreie Areal. Das Hauptziel geht eben wirklich um die Frage, sich gegen Kapitalismus, gegen das System selbst zu richten und diesen Freiraum dann mit eigener Macht auszufüllen. Linksextreme Merkmale erkennen die Verfassungsschützer besonders im Kampf für individuelle und soziale Autonomie und gegen Lohnarbeit. Die Ablehnung jeglicher Stellvertreterpolitik sowie Antiparlamentarismus. Staatsfeindschaft. Antiautoritäres Denken. Organisationsfeindlichkeit. Sowie eine hohe Gewaltakzeptanz. Wenn Themenkomplexe gewählt werden wie Antifaschismus, wie niedrige Mieten, gute Wohnung für jeden, dann sind es natürlich Themen, die vollständig positiv in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Wer ist nicht dafür, dass es bezahlbare Mieten in unserer Gesellschaft gibt? Aber das dahinterliegende Kalkül ist eben nicht, sich für das Ziel selbst der Mieten einzusetzen, sondern dafür einzusetzen, dass die Gesellschaftssystematik, die Gesellschaftsordnung verändert wird. Als historisches Fundament aller Linksradikalen gilt der Antikapitalismus. Hamburg, April 2017. Linke Gruppen bereiten sich auf den G20-Gipfel vor.
Veranstaltungsort ist das Stadion des FC St. Pauli. Der Fußballverein gehört zu den offenen Unterstützern linken Protests. Ebenso ATTAC, ein internationales globalisierungskritisches Netzwerk. In der G20 finden wir ganz viel. Wir finden Neoliberalisten, wir finden Populisten, wir finden Neofaschisten. Ich würde sagen, die G20 lassen sich schwer auf eine Politikrichtung herunterbrechen. Jedoch ist Fakt, dass sie mehr oder weniger den größten Teil des Weltbruttosozialproduktes umsetzen und von daher die ökonomisch Stärkeren sind, die natürlich das Leid auf die Schwächeren abwälzen. Kennzeichen linker Protestbewegungen ist die Vielfalt der Akteure. In Hamburg findet sich eine Melange aus kritischen Bürgern, demokratischen Organisationen und Linksextremisten. Hier sind es Vertreter der sogenannten postautonomen Bewegung, die besonders aktiv mitwirken. Die interventionistische Linke. Ihre Sprecherin Emily Lacœur nimmt bei den Protesten gegen den G20-Gipfel eine Schlüsselposition ein. Sie sehen sich als linke Avantgarde. Das ist meine Überzeugung, dass jeder soziale Wandel, der Motor des sozialen Fortschritts und Veränderungen, das war immer eine Gruppe von kleinen radikalen Spinnern, die gesagt haben, so geht's nicht weiter, wir organisieren den Protest dagegen. Diese Organisation, Interventionistische Linke, hat es geschafft zu bündeln. Und dadurch sind Linksextreme aktionsfähiger. Das heißt, sie mobilisieren früh, sie machen Aktionsveranstaltungen, um sozusagen Blockaden zu trainieren. Und dadurch treten sie organisierter auf und das macht die Gewaltbereitschaft höher. Im Vorfeld des G20-Protestes werden Sitzblockaden trainiert. Passiver Widerstand. Ein zunächst friedliches Mittel, mit dem der Gipfel und der geplante Ablauf gestört werden soll. Wie die interventionistische Linke allerdings zur Gewaltfrage steht, erklärt ihre Sprecherin ganz unverhohlen. Und persönlich, ich finde, ein brennendes Auto, ich bin kein Fan davon, weil ich mir nicht sicher bin, ob es die richtige Strategie ist. Ich distanziere mich aber auch nicht davon. Ich glaube, es ist immer eine Frage, die darauf abzielt, auf welcher Seite stehst du. Und natürlich stehe ich auf der Seite der Gipfelgegner. Und gleichzeitig, ein brennendes Auto ist Sachbeschädigung. Ich wünschte, einmal würde sich jemand so drüber aufregen, über brennende Flüchtlingsheime oder Menschen, die im Mittelmeer sterben. Weil das ist nicht Sachbeschädigung, das ist Gewalt. Die interventionistische Linke ist nicht die einzige Organisation, die militanten Widerstand gutheißt. Auch Hamburgs Autonome wie Michael Martin schließen Gewalt nicht aus. Martin ist Organisator der Welcome to Hell-Demonstration gegen den Gipfel. Natürlich gibt es erstmal hier ein Gewaltmonopol des Staates, der Polizei. Das erkennen wir natürlich nicht an unbedingt. Und das ist natürlich ein Widerspruch, der vorhanden ist. Was das dann im Einzelfall heißt, das muss man dann mal entsprechend gucken. Natürlich gibt es ganz viele Dinge in der Gesellschaft, die auch militanten Widerstand legitimieren. Michael Martin. Seine politische Heimat ist die sogenannte Rote Flora. Eines der zahlreichen autonomen Zentren in Deutschland. Wenn ich mir anschaue, dass deutsche Popmusikgruppen wie Wir sind Helden, Fettes Brot oder Die Beginner in linken Zentren wie der Roten Flora auftreten. Und es handelt sich dabei ja um ein Zentrum, was die Demokratie, so wie wir sie jetzt kennen, abschaffen will. Und dafür auch bereit ist, Gewalt anzuwenden und auch vor Gewalt gegen Menschen nicht zurückschreckt. Und dann frage ich mich schon, warum da kein gesellschaftlicher Aufschrei kommt, wenn so eine Band dann eben am Abend in der Roten Flora auftritt und am nächsten Tag in der Stadthalle sonst wo. Linke Szenequartiere wie die Rote Flora sind bundesweit Sammelpunkte für Radikale. Hier werden Gelder beschafft. Für den linken Kampf. Gleichzeitig sind das Orte verschiedener zivilgesellschaftlicher Engagements. Für Flüchtlinge, gegen soziale Ungerechtigkeit. Das führt zu einer breiten Akzeptanz. Sie sind natürlich Treffpunkte, Orte, wo Kooperationen vereinbart werden. Sie sind Orte, wo man Informationen austauscht oder auch Medien, eigene linksextremistische Medien herstellt und verbreitet. Insofern erfüllen sie für die Szenen eine wichtige Funktion.
Ein weiteres Zentrum der linken Szene ist der Leipziger Stadtteil Konnewitz. Hier wohnen neben der alteingesessenen Bevölkerung zunehmend Menschen mit alternativen Lebensentwürfen. Gemäßigte Linke, aber auch gewaltbereite Autonome. Immer wieder kommt es in Konnewitz zu Straßenschlachten mit angereisten Rechtsextremen, die im Stadtteil provozieren wollen. Im März 2017 wollen Neonazis der Partei Die Rechte durch den alternativen Stadtteil marschieren. Linke Gruppen wollen das verhindern. Zu deren Wortführern und Aktivisten zählt Jule Nagel, Landtagsabgeordnete für die Partei Die Linke. Sie fühlt sich der linksextremen Antifa verbunden. Ich würde mich einfach klar anregen, hier vorzukommen, weil wir haben hier die Chance, dann in Kürze die Neonazis hier zu sehen, vielleicht eine der wenigen Stellen heute, und dann einfach laut zu machen. Also Antifa ist eine sehr plurale, heterogene Bewegung und ist für mich in meiner ganzen politischen Laufbahn immer sozusagen eine Partnerin gewesen, in ihrer Verschiedenheit auch, mit sehr entschiedenem, entschlossenen Widerstand und Protest gegen Ungerechtigkeit, gegen Neonazis. In Leipzig-Konnewitz stehen sich Neonazis und Linke direkt gegenüber. Hunderte Polizisten sind im Einsatz, um einen Zusammenprall der Radikalen zu verhindern. Es kommt zur Eskalation. Der schwarze Block versucht, die Polizeikette zu durchbrechen. Die Abgeordnete Nagel sieht die Gewalt bei den Polizisten. Nochmal die Aufforderung an die Polizei, die Gewalt einzustellen. Die Polizei als Buhmann, eine verbreitete Weltsicht. Man muss sagen, dass Gewalt natürlich auch manchmal unausweichlich ist. Also gerade das Problem der polizeilichen Gewalt, des rabiaten und brutalen Vorgehens gegen Menschen, das ist man hier auch sozusagen gewohnt leider in der Stadt bei den zahlreichen Nolegida-Demonstrationen. Es ist immer wieder zu unverhältnismäßigem Agieren gekommen. Und in so einer Situation brennen wahrscheinlich manchen Leuten auch die Sicherungen durch oder kommt es einfach zu Notwehrreaktionen, wo ich dann auch sage, mein Gott, das geht in der Situation wahrscheinlich auch nicht anders. Mit 64 Abgeordneten ist die Partei Die Linke im Deutschen Bundestag vertreten. Über den Umgang mit linksextremistischen Autonomen ist sich die Partei uneins. Zu den Ideologen der Fraktion gehört der Kommunist Dieter Dehm. Er setzt auf das Grundgesetz und sieht die Autonomen als politische Gegner. Es hat überhaupt nichts mit Linkssein, überhaupt nichts mit Revolutionärsein zu tun. Und wer in unseren Breitengraden revolutionär sein will, muss immer ein demokratischer Revolutionär sein. Wir sind immer Kinder der Französischen Revolution mit dem demokratischen Rechtsstaat und der Gewaltenteilung und der Russischen Revolution mit der Enteignungsperspektive des terroristischen Großkapitals. Beides zusammen nur ergibt uns in diesen Breitengraden. Ich rede jetzt nicht von Asien, mache auch niemand Vorschriften in Afrika. Ich rede von uns. Es muss immer eine Beziehung haben zu der Seite der Demokratie, die weiterentwickelbar in den Sozialismus ist. Die dürfen wir nie mit Füßen treten. Bis heute wird in Frankreich die Französische Revolution gefeiert. Ihre größte Errungenschaft, die Erklärung der Bürger- und Menschenrechte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nicht gefeiert werden die Schattenseiten der Revolution. Zehntausende Hinrichtungen und eine Kette von Kriegen. Russland 1917. Die nächste welthistorische Revolution. Wieder geht es um Gerechtigkeit, aber diesmal auch um die Abschaffung des Kapitalismus. Revolutionsführer Lenin will Arbeiter und Bauern an die Macht bringen. Die alten Eliten verschwinden. Doch am Ende stehen wieder Krieg und Terror. Die Revolution in China erfolgt in mehreren Schritten. Erst geht es gegen die Kapitalisten, später auch gegen die Funktionäre der eigenen kommunistischen Partei. Revolutionsführer Mao lässt sich verehren wie ein Gott und ist verantwortlich für Millionen Tote. Für linke Gruppen ist Mao dennoch bis heute ein Vorbild. Die Linksextremen, die Autonomen selber, schreiben ja immer wieder Begründungen, was sie wollen und ihr selbstbestimmtes Leben. Das ist ja typisch für die Bewegungsphase einer linken, sich revolutionär verstehenden Bewegung. Was sie überhaupt nicht thematisieren, ist, was geschieht eigentlich, wenn die an die Macht kommen würden. Wenn wir in die Geschichte gucken,
sind Diktaturen entstanden, mörderische Diktaturen entstanden. Und diese Auseinandersetzung, warum sind eigentlich revolutionäre Bewegungen dann umgeschlagen in mörderische Diktaturen unter Pol Pot, unter Mao, unter Stalin und so weiter, das wird überhaupt nicht thematisiert. Das größte Zentrum der linken Szene in Deutschland findet sich in Berlin. Eine bunte Mischung aus Kommunisten, Alternativen und Autonomen. Alternativbetriebe, Szenecafés und besetzte Häuser markieren die bunte Community. Als ein Vordenker hier gilt der Autor Bernd Langer. Er gehört zu den Gründern der militanten Autonomen Antifa M. Seine Bücher richten sich gleichermaßen gegen Neonazis und gegen kapitalistische Ausbeutung. Antifaschismus ist immer ein antikapitalistischer Ansatz, also für mich. Und die einzige Möglichkeit, den Faschismus wirklich zu beseitigen, zu besiegen, würde nur dann gelingen können, wenn man das System überwindet. Also das ist der Ausgangspunkt im Grunde genommen. Langers Mittel heute ist die Kunst. Der radikale Anspruch aber ist geblieben. Er schreibt Artikel und Bücher, entwirft Szene-Logos und malt Bilder. Kunst als Widerstand. Es geht ihm um den alten Kampf der Arbeiter für Gerechtigkeit, die Demaskierung der Ökonomie von Kriegen und der vermeintlichen Schattenseiten des Kapitalismus. Wie man jetzt die Gesellschaft überwindet, ist für mich nicht gebunden an dieses auf der Barrikade mit der Waffe kämpfen. Das ist eine schöne Sache, wenn man sich das so vorstellt. Ne? Aber ich glaube wirklich, dass es eher darauf ankommt, zu versuchen, in der Gesellschaft eben andere Formen umzusetzen, da zu sein, natürlich auch Demonstrationen zu organisieren, sich zu organisieren, auch offensiv vorzugehen, wenn es dann möglich und notwendig ist. Die 1. Mai-Demo in Berlin, jahrelang berüchtigte Randale-Veranstaltung linker Gruppen, ist mittlerweile beinahe ein buntes, multikulturelles Volksfest. Ein Erfolg auch der Deeskalationspolitik des Berliner Senats. Aber noch immer ein kaum zu kalkulierender Termin, an dem Jahr für Jahr auch die linke Bewegung aufläuft. Auch Bernd Langer ist mit auf der Straße. Für ihn ist der 1. Mai ein Pflichttermin, eine Art Feiertag der alten und neuen Klassenkämpfer. Und natürlich haben wir die Gesellschaft, eine wirklich freie Gesellschaft, noch lange nicht erreicht. Das ist, auch wenn viele Freiräume heute da sind, die es vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht gegeben hat. Aber es ist natürlich nicht das Ende und es steht vor allen Dingen nicht fest. Man muss weitermachen. Das ist ein lebendiger Prozess. Ein Plakat findet sich immer wieder. Es ruft zur revolutionären Demonstration auf. Doch wie soll heute eine Revolution stattfinden? Es gibt kein Dogma. Es gibt kein Dogma im Kampf. Es geht darum, die gesellschaftlichen Bedingungen eben progressiv zu verändern. Und die Methoden, die man anwendet, die Taktik, die man anwendet, die bemessen sich am Ziel. Zeigt mir die Faust! Zeigt mir die Faust! Ihr müsst euch überlegen, ob ihr euch der illegalen Demonstration tatsächlich anschließen wollt. 2017 lautet das Motto: Ungehorsam sein, unseren Widerstand auf die Straße tragen. Schwarz und Rot, autonom, antifaschistisch und revolutionär, wie es in Ausrufen heißt. Gegen Kapitalismus und den vermeintlichen Ausverkauf Berlins an Investoren. Gespräche mit der Polizei lehnen sie ab. Sie sagen, sie wollen Freiräume schaffen. Verbale Pöbeleien, Böller, Rempler. Gezielte Aggression. Jahr für Jahr Randale und Jahr für Jahr zu wenig Aufmerksamkeit für linke Gewalt durch die Politik, klagt die Polizei vor Ort. Es ist vollkommen richtig, dass sich die Parteien in Berlin auch geschlossen gegen Rechtsextremismus stellen. Das ist vollkommen richtig. Wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus und das muss auch bekämpft werden. Was wir nicht nachvollziehen können, ist, dass sich die Parteien nicht gegen Linksextremismus stellen können. Die Bilanz des 1. Mai 2017: 72 Festnahmen, mehr als 30 verletzte Polizisten. Für Berliner Verhältnisse noch eine ruhige Bilanz. Die Polizei beobachtet zunehmende linke Gewalt.
Wir haben immer wieder auch Fälle, wo die Polizei gerufen wird, dann kommt man mit einem Funkwagen da an und der wird beschmissen. Also ganz klar in Hinterhalt gelockt. Es ist auch so, dass wir verschiedene Straßen in der Stadt haben, wo auch die Funkwagenbesatzung nicht mehr aussteigt oder wo auch unsere Einsatzhundertschaften nicht mehr aussteigen, wenn sie nicht wirklich jemanden blutend auf der Straße liegen sehen. Ne? Es ist schon so, dass wir ein großes Problem mit Linksextremismus haben in der Stadt und dass das häufig kleingeredet wird, auch sicherlich vom Senat, da wird zu wenig getan. Die Berliner Polizeistatistik belegt, sowohl linksextreme Straftaten als auch Gewalttaten nehmen zu. Im Schnitt täglich mehr als ein Delikt. Es gibt die militante Auseinandersetzung. Und während in der Vergangenheit diskutiert worden ist, ob Gewalt gegen Menschen in der Szene vermittelbar gewesen ist, hat die Szene angefangen, eine Veränderung vorzunehmen. Diese Veränderung geht dahin zu sagen, dass Polizisten als Diener des Staates, als Büttel, der Begriff Schweine oder wie auch immer wird in dem Zusammenhang immer benutzt, eben keine Menschen seien und insofern der alte Konsens, keine Gewalt gegen Menschen, weiter aufrechterhalten wird. Doch wie stellt sich der 2016 gewählte rot-rot-grüne Senat der Gewalt von links? Ein Blick in den Koalitionsvertrag. Dort wird zwei Seiten lang Rechtsextremismus thematisiert und kürzer auch die Gefahr Islamismus. Das Wort Linksextremismus taucht nicht auf. Nachfragen bei Senatsvertretern. Für die Partei Die Linke im Abgeordnetenhaus ist Katina Schubert die Landesvorsitzende im Land Berlin. Ich glaube, man darf diese Gleichsetzung nicht vornehmen. Rechtsextremismus auf der einen Seite, Linksextremismus auf der anderen Seite, weil wir haben es mit völlig unterschiedlichen Phänomenen zu tun und mit völlig unterschiedlichen auch Einflussmöglichkeiten in die Gesellschaft. Rechtsextremismus ist eine ernsthafte Gefahr für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Linksextremismus betrifft, wenn man von dem Begriff reden möchte, ja eine kleine Gruppierung, die zwar innerhalb des großen Spektrums der Linken agieren, aber nicht in diesem Sinne einen gesellschaftlichen Einfluss generieren, wie es Parteien wie die AfD, selbst die NPD schaffen. Seit der Wiedervereinigung 1990 wurden 76 Menschen durch Rechtsextreme ermordet, davon 10 vom NSU. 6 Morde gehen auf das Konto von Linksextremisten, 3 davon sind Opfer der RAF. Doch im Jahr 2016 gab es nach Angaben der Polizei, zumindest in Berlin, doppelt so viele Gewalttaten von links wie von rechts. Im Umfeld der besetzten Häuser in der Rigaer Straße sprechen Beobachter inzwischen gar von rechtsfreien Räumen. Warum berücksichtigt der Berliner Koalitionsvertrag nicht auch den Extremismus von links? Das liegt auch daran, dass wir einen Schwerpunkt gesetzt haben auf rechtsextreme Gewalt und auf salafistische und dschihadistische Gewalt. Und dass wir als linke Regierung sagen, das sind für uns keine Linken. Das sind Leute, die jeglichen Konsens verlassen haben, die menschenverachtende Gewalt begehen. Und jedes Mal habe ich das auch so verurteilt in aller Öffentlichkeit. Das hat für mich mit Linkssein gar nichts zu tun. Das sind Gewaltverbrecher, Leute, die Menschen verachten. Und die gehören mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft und nicht auch noch im Koalitionsvertrag adressiert. Die stärkste Kraft im Berliner Senat ist die SPD. Hier versucht der verfassungspolitische Sprecher Tom Schreiber zu begründen, warum der Koalitionsvertrag nicht auf Linksextremismus eingeht. Schreiber wurde bereits selbst angegriffen, weil er die Hausbesetzer-Szene kritisiert. Ich kenne das leider, so ist das, wenn man sich mit dem Thema befasst, intensiv und vielleicht auch klare Kante hat und auch sich öffentlich dazu äußert, dass es bei mir jedenfalls auch Objektschutz gab beim Wahlkreisbüro beispielsweise oder eben auch temporär Polizeischutz bei Veranstaltungen, wenn das Thema Linksextremismus im weitesten Sinne eine Rolle gespielt hat oder eben wie bei dem diesjährigen 1. Mai, dass es nicht nur bei Pöbelaktionen und Beschimpfungen, Beleidigungen geblieben ist gegen meine Person, sondern eben auch eine versuchte gefährliche Körperverletzung stattgefunden hat, wo Personen mich erkannt haben und auch gezielt angesprochen haben und versucht haben, gegen mich vorzugehen körperlich. Doch warum geht es dann im Koalitionsvertrag nicht auch um Linksextremismus?
Man hat sich darauf verständigt, die Parteien, die drei, dass man das Thema anders anpackt, dass man sagt, man ist gegen jegliche Gewalt auf der einen Seite. Man hat, sag ich mal, den Schwerpunkt auf Rechtsextremismus fokussiert, in dem, was zu tun ist. Seit der ersten Demo am Tag der Arbeit 1987 in Berlin gibt es Randale, Festnahmen, Verletzte und Schwerverletzte. Alleine die Zahl der verletzten Polizeibeamten schwankt zwischen 50 und 250 jedes Jahr. Dazu kommen Straftaten wie Steinwürfe, Plünderungen und Brandanschläge. Der langjährige Berliner CDU-Generalsekretär warnt in Anbetracht der Kontinuität linker Gewalt davor, die Gefahr zu unterschätzen. Mein Eindruck ist, hier wird verharmlost. Ich will das noch mal als Beispiel nehmen. Ich stelle mir mal vor, die Rigaer Straße, die nun von Linksautonomen besetzt ist, wäre von Rechtsextremen besetzt. Ich glaube, da würden wir nicht lange diskutieren. Da gäbe es keine Diskussion, ob das Land Berlin das Haus kaufen soll und an die derzeitigen Mieter in Anführungszeichen vermieten soll. Da gäbe es auch keine Diskussion, ob wir Gesprächskreise einführen müssen, sondern da würde der Staat, die Polizei reingehen und diese Leute rausschmeißen, zu Recht. Und bei Linksextremen überlegt man halt, nimmt man ein bisschen Steuergeld in die Hand oder macht man einen netten Gesprächskreis mit Leuten, die unsere freiheitliche Grundordnung zerschlagen wollen. Und das halte ich für falsch. Die Partei Die Linke diskutiert schon länger über den Umgang mit den gewaltbereiten Autonomen. Für die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Sarah Wagenknecht, ist die Haltung eindeutig. Bei Gewalttätern höre linke Solidarität auf. Ich finde Gewalt, egal von wem sie ausgeht, völlig deplatziert. Das ist auch etwas, was eigentlich dazu beiträgt, eben linke Inhalte zu diskreditieren. Das sollte sich jeder auch gut überlegen, wenn irgendwo Dinge gemacht werden, ob das Sachbeschädigung ist oder anderes. Und das trifft normale Menschen. Oder wenn Züge verzögert werden, dann ist das keine Werbung für linke Positionen, sondern dann bewirkt das genaue Gegenteil. Was ist linke Politik, was linke Gewalt? Ein Versuch der Abgrenzung. Also ich denke, ziviler Ungehorsam, also wenn man ein Haus besetzt, was wirklich leer steht und wenn man sagt, da nehmen wir uns die Wohnungen, über solche Aktionen kann man ja reden. Aber alles, was Gewalt betrifft, auch Gewalt gegen Polizisten, ich meine, ein Polizist ist ja nicht irgendwie der Machthabende in diesem Land oder der Ausbeuter oder was auch immer. Und ich finde, solche Menschen dann zur Zielscheibe von Attacken zu machen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Doch linke Gewalttäter gelten in manchen Kreisen wieder als attraktiv. Selbst die Terroristen der RAF. Auf eBay und Amazon ist Mode der sogenannten Red Army Fashion erhältlich. T-Shirts mit dem RAF-Logo, Hemden mit Konterfeis der einstigen Top-Terroristen. In Hamburg versucht eine Modemarke, die RAF-Nostalgie mit kritischen politischen Botschaften zu mischen. Prada Meinhof. Sitz ist das sogenannte Elternhaus im Schanzenviertel. Hier wurde das Label entworfen. Handgemacht und nur aus besten Fairtrade-Produkten geschneidert. Wir sind eher in dem Sinne Kommunisten, als dass Kommunismus, also gemeinsam leben, gemeinsam etwas schaffen, gemeinsam durch Leben zu schreiten und nicht im Kampf in Konkurrenz, wer hat die bessere Marke, wer hat die teurere Klamotte, wer hat das bessere Outfit, wer kann sich dies leisten, wer kann sich das leisten. Darum geht es uns nicht. Darum sollte es generell nicht gehen. Aber wie passt das zusammen mit der Marke Prada Meinhof? Die kokettiert mit den Symbolen des menschenverachtenden Terrors der RAF. Alles nur Provokation? Das klingt jetzt wahrscheinlich auch gefährlich. Wir sind in unserem Gedankengut der RAF näher als Hitler. Weil die RAF Leute bekämpft hat, die sie für wirklich schädlich hielten. Ich oder beziehungsweise wir sind der Überzeugung, dass die Richtung richtig war. Noch immer Fürsprecher der Weltrevolution. Trotz all des Leids. Die Opfer der RAF werden zwar bedauert, doch im nächsten Satz gleich relativiert.
Natürlich sind diese Opfer zu bedauern. Auch Martin Schleyer ist zu bedauern. Niemand gehört umgebracht. Aber das sind die Leute, die eine große Presse kriegen. Die Millionen, Millionen, Millionen Opfer, die wir hinterlassen durch unser Konsumverhalten, indem wir Produktionsbedingungen dulden in Bangladesch, auf den Baumwaldfeldern in Angola oder wo auch immer. Wir töten viel, viel, viel mehr, als die Terrorismus je getan haben. Mit solchen Argumenten wird linke Militanz legitimiert. Hamburg, Juli 2017. Protest gegen den G20-Gipfel. Wieder ist die extreme Linke nicht isoliert. Unter den 80.000 Gipfelgegnern sind auch Grüne, Bürgerliche Linke und Autonome des Schwarzen Blocks. Auf der sogenannten Welcome to Hell-Demonstration eskaliert die Gewalt. Es kommt zu Attacken der Autonomen, aber auch zu Übergriffen der Polizei. Später werden Autos angezündet, Scheiben zertrümmert. Die linksextreme Taktik erinnert an Guerillakämpfe. An vielen Orten schlagen kleine Gruppen zu. Vom G20-Gipfel redet niemand mehr. Linke Militanz bestimmt die Medien. Ein Erfolg für die Szene, urteilt die postautonome interventionistische Linke. Ich glaube, das, was wir gesehen haben in den Tagen und in dieser ganzen Protestwoche, war ein Stück weit ein Aufstand der Hoffnung. Leute, die in einem autoritären polizeilichen Ausnahmezustand auf die Straße gegangen sind und die im Laufe der Woche ihre Angst verloren haben. Gut eine Woche nach den G20-Krawallen. Linke Aktivisten feiern vor dem Gefängnis ihre Helden. Von den mutmaßlichen Gewalttätern sitzen zu diesem Zeitpunkt noch rund 50 in Haft. Mitleid mit den Opfern, Fehlanzeige. Was heißt denn Leid tun? So, die werden entschädigt. So, natürlich ist das nicht meine Form der Kapitalismuskritik, wenn man Kleinkapitalisten oder Kleinbürger irgendwie die Läden einschmeißt. Wir haben ein Interesse daran, den Kapitalismus als sich aufzuheben. Aber alle Formen des Widerstandes haben irgendwo auch ihre Berechtigung und sind auch Reaktionen auf Polizeigewalt. Also der Zweck heiligt die Mittel? Wir finden, wer die 20 größten Verbrecher in der Stadt holt, hat das auch zu verantworten, dass danach diese Stadt brennt. Rechtfertigung von offener Gewalt. Wie weit ist es noch zum neuen linken Terrorismus? Derzeit sehe ich nicht, dass eine linksterroristische Gruppe entsteht. Gleichwohl sind ehemalige Linksterroristen der Bewegung 2. Juni oder der RAF, der Revolutionären Zellen, die werden zum Teil wie Helden verehrt in dieser jungen, linken, gewaltbereiten Szene. Der Fahndungsdruck, der Druck gegen die alten RAF-Leute bis zum heutigen Tag, der schreckt ab. Ich würde schon sagen, es gibt ein Potenzial von Leuten, die der Meinung sind, man muss irgendwann auch mal mit der Waffe in der Hand wieder agieren. Aber derzeit ist das keine Option. Linksradikalismus. Die militante Szene ist zurück. Laut, brutal, eindeutig. Auf der Straße und im Bewusstsein der Menschen. Für die einen eine neue Perspektive revolutionären Protestes. Für andere die Rückkehr des Albtraums linken Terrors in Deutschland. Eine unterschätzte Gefahr und eine neue alte Herausforderung für die ganze Gesellschaft.